wie unser Fest ein schlechtes Ende nahm. Die Freude der Eskimos war unbeschreiblich. Männer und Frauen tanzten draußen in der hellen Mondnacht ihre alten Tänze. Und ich glaube, dieses Fest hätte wohl bis in die Morgenstunden des nächsten Tages gedauert, wenn nicht plötzlich Katamur mit einem Zeichen des Schreckens in unseren fröhlichen Kreis gesprungen wäre. Er war so aufgeregt wie noch nie zuvor. »Chitu ist ausgebrochen!« schrie er. Seine Stimme überschlug sich dabei vor Empörung. »Unser großer Festsaal ist nur noch ein wüster Trümmerhaufen!« Wir erschraken, als wäre plötzlich ein greller Blitz vor uns in den Boden geschlagen. Dann sahen wir die Bescherung. Es war schrecklich. Der Käfig zerbrochen, die Musikinstrumente zerstört. Alles ein einziger, riesiger, trostloser Haufen Scherben. Chitu hatte in blinder Wut alles vernichtet, was er greifen konnte. »Seht euch bloß das Bild an. Da hat mein Freund, der Maler Professor Petersen, alles nach meinen Angaben aufgezeichnet. Sagt selber. Musste man da nicht eine fürchterliche Wut kriegen?« Die armen Eskimo-Frauen weinten. Ihre Männer standen, blassen Lippen, vor den Trümmern ihres Freudenfestes. »Was soll nun werden?« fragte der Medizinmann. Er war völlig ratlos. Ich sah es ihm an. »Ja«, sagte ich, »da ist guter Rat teuer. Aber teuer oder nicht, wir müssen ihn fangen, bevor er wieder so gefährliche Helfer findet wie die drei Bären. Lasst uns morgen früh gleich zu einer Treibjagd aufbrechen. Ich bin sicher, dass wir ihn dann finden werden.« Meine Zuversicht stärkte das Vertrauen der Eskimos in einem solchen Maße, dass sie gleich wieder Mut fassten und sich sofort mit den Vorbereitungen für unsere große Treibjagd beschäftigten. »Nehmt all eure Schlitten und Boote mit, denn wer weiß, wohin uns die Jagd nach diesem Scheuken führt«, sagte ich. Und der Medizinmann fügte sorgenvoll hinzu, »es kann eine weite, gefährliche Reise werden. Vielleicht sollten deine 7 lieben Goldhamsterchen inzwischen bei unseren Frauen und Kindern bleiben«, meinte Ayuk. »Denn die Anstrengungen einer solchen Jagd sind selbst für uns abgehärtete Eskimos oft unerträglich schwer. Aber da hättet ihr mal das Geschrei und Gebettel der 7 kleinen Hörnsohn. »Nein«, riefen sie, »nein, wir können und wollen unseren lieben Mäcki nicht im Stich lassen. Wir gehen mit, und wenn es noch so hart für uns wird.« »Hättet ihr da den Mut gehabt, ihnen zu widersprechen?« »Ich hatte ihn nicht. Im Stillen freute ich mich ja auch über diesen neuen Beweis ihrer Treue und Anhänglichkeit.« »Aber geht jetzt schlafen«, sagte ich, »denn die Nacht ist bald vorbei, und morgen früh haben wir keine Zeit mehr zu verlieren.« Die Männer schickten nun auch ihre Frauen und Kinder in die Hütten. Nur einige, wenige durften bleiben. Sie sollten uns auf unserer Jagd begleiten. Dann setzten wir uns zusammen, um in Ruhe zu beratschlagen. »Wenn es nicht schneit, werden wir Chitus Spur im Schnee verfolgen können«, meinte der Medizinmann. »Und wenn es ihm nicht gelungen ist, ein Rentier oder ein Eisbären zu fangen, so kann er auch nicht weit gekommen sein«, ergänzte Ayuk. Ach, wie gut, dass wir in dieser Stunde noch nicht ahnten, welche Schwierigkeiten, wie viel Ärger und Enttäuschungen uns auf dieser Jagd nach dem teuflischen Chineskimo noch bevorstanden. Ich glaube, wir hätten alle in dieser Nacht kein Auge zugetan. Doch wir ahnten es nicht, und so krochen wir denn auch kurz darauf voller Zuversicht in unsere Zelte. Aber mein Schlaf war voller Sorgen und böser Träume.